Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Es ist Montagnachmittag mal wieder. Wir hatten heute ganz normale Schule, ich bin vor einer Stunde heimgekommen. Und mir fällt gerade auf, das hier ist der letzte normale Vlog vor den Daily-Vlogs. Es wird nämlich Daily-Vlogs geben im Dezember, entweder bis Weihnachten oder bis Silvester. Ich muss mal schauen, wie das Ganze klappt. Dazu gibt es aber nachher noch ein paar Infos, denn jetzt kommt erstmal ein Freund vorbei. Wir haben nicht wirklich was geplant, müssen mal schauen, ob wir irgendwas Spannendes machen. Auch schon wieder 21:30 Uhr. Alles klar, Leute. Ich war jetzt gerade den kompletten Abend noch auf Teamspeak. Felix ist wieder weg. Waren denke ich ein paar ganz okay Aufnahmen dabei. Nichts wirklich Spektakuläres. Bin hier gerade einfach noch chillig in einer kleinen Runde mit Domme, Dennis, Sequence. Könnt ihr gerne alle mal auschecken. Sequence war auch so cinematische Zusammenschnitte, so kleine Videos. Ist auf jeden Fall richtig cool. Könnt ihr gerne mal hier oben auschecken. Hätte auf jeden Fall ein paar mehr aktive Abonnenten verdient. Ja, okay, eigentlich hätte er das ja nicht. Ich weiß nicht, was er sagt. Mal schauen, was er sagt. Wir hören mal rein, was er sagt. Ich muss mal kurz Kopfhörer anziehen. Mal schauen. Eine gute Spannerei hast du geschickt. Oh. Okay, da schauen wir mal. Immer diese Opfer, die Eingang machen. Echt unglaublich. Und Leute, schreibt immer hier alle auf WhatsApp übrigens. Das ist eine Nummer, der ist echt cool. Checkt ihn auf jeden Fall aus. Würde sich, glaube ich, echt drüber freuen, wenn wir immer ein bisschen zuspammen. Leute, es ist Dienstag. Ich bin gerade aus der Schule gekommen. Ich bin so am Arsch. Es ist halt draußen kalt. Es ist draußen nass. Es stürmt die ganze Zeit. Und Timon denkt sich natürlich, man könnte ja trotzdem Fahrrad fahren. Gut, selber schuld. Aber ich meine, was soll's. Ich bin gerade heimgekommen, habe unten ein Paket gesehen und dachte mir, ja gut, es könnte für mich sein. Ich warte schließlich schon seit Donnerstag auf was. Ich bin natürlich nicht ganz hundertprozentig sicher, aber wenn das Ganze nicht das ist, was ich hier erwarte, würde ich mich das Ganze schon ziemlich enttäuschen. Und ich würde sagen, wir machen es einfach mal zusammen auf und schauen mal, schau mal, ob Timon verkackt, ein Paket aufzumachen. Ihr seht schon, Leute, ich habe mir was bestellt. Und zwar ein Amazon Echo Dot, Amazon Alexa. Wie auch immer man das ganze Teil nennen will. Wieso Amazon und nicht Google? Wieso der Echo Dot und nicht der große Echo? Dazu werde ich nachher noch kurz kommen. Jetzt geht es aber erstmal um den Echo Dot, beziehungsweise um dieses Gerät hier. Ich würde sagen, wir packen das Ganze einfach mal gescheit aus. Tun die Folie hier weg. Schließen das Ganze an und dann schauen wir mal, wie mir das Ganze gefällt. Hallo, du kannst deinen Amazon Echo Dot jetzt einrichten. Folge einfach den Anweisungen in deiner Alexa-App. Wie ihr gerade ja auch schon gehört habt, hat der Echo Dot jetzt nicht unbedingt die besten Lautsprecher. Und deswegen werde ich ihn jetzt gleich mit dem kleinen Upgrade versehen, beziehungsweise werde ihn mit diesen Lautsprechern hier oben verbinden. Kabel geht eh schon von hier unten durch das komplette Zimmer nach da hinten. Alexa, spiele Musik ab. Was möchtest du hören? Musik? Was möchtest du hören? Musik? Was möchtest du hören? Ich geb's auf. Ich habe das Ganze jetzt hier mal eingerichtet. Funktioniert eigentlich alles perfekt. Audioqualität ist echt mega gut, was eben von den Lautsprechern hier oben kommt. Alexa, Wiedergabe fortsetzen. Hört sich, denke ich, echt mega nice an, vor allem, wenn man es vergleicht mit den komischen, kleinen, mini-schäfrigen Lautsprechern vom Echo Dot selber. Das war es jetzt aber auch schon wieder fast mit diesem Vlog draußen. Es ist mittlerweile auch schon wieder dunkel. Ich wollte euch jetzt aber einfach noch mal ein paar Infos geben zum Daily Vlog Projekt. Hatte ich ja vorher schon mal ganz kurz angesprochen. Und zwar, ich habe es vorher schon gesagt, es wird Daily Vlogs geben im Dezember. Bin mir nicht ganz sicher, ob ich das Ganze nur bis Weihnachten mache oder vielleicht auch dann bis 2018. Es wäre auf jeden Fall beides richtig cool. Ich bin mal auf jeden Fall gespannt, wie das wird. Ich denke, beziehungsweise weiß eigentlich, dass es mega, mega anstrengend werden wird. Ich habe ja selber schon mal ein paar Mal Daily Vlogs gemacht, habe eigentlich aber nie länger als eine Woche durchgezogen.
Ich hoffe mal, dass ich es schaffe. Ich versuche mich wirklich anzustrengen. Wir schreiben jetzt dann auch kurz vor Weihnachten nochmal richtig viele Klassenarbeiten. Das heißt, es wird auf jeden Fall ziemlich, ziemlich stressig. Aber Leute, egal, ich versuche es auf jeden Fall. Wird auf jeden Fall richtig cool. Ich freue mich auf jeden Fall auf euer Feedback. Das ist es aber wirklich gewesen sein mit diesem Vlog. Ich hoffe natürlich, es hat euch gefallen. Euch wünsche ich jetzt noch einen schönen Tag. Ciao. Alexa, sprich mir nach. Der Timon ist der beste YouTuber und ihr müsst ihn alle abonnieren. Der Simon ist der beste YouTuber und der bisschen aller Boni M. Ich hasse Alexa.